Diese neue Umfrage stellt den amtierenden Ministerpräsidenten Kretschmer vor einen wirklich riesigen Scherbenhaufen, denn die Sachsen haben ganz klar gesagt, dass die Mehrheit der Sachsen, 42%, eine Koalition aus der CDU und der AfD wollen. Keine andere Koalition hat so einen großen Zuspruch. 42% klingt vielleicht erstmal nicht mal so krass, aber ich meine, die AfD hat über 30%, die CDU hat über 30%. Zusammen hätten sie sehr, sehr stark, sogar fast zwei Drittel mehr. Also es ist wirklich ein Hammerergebnis, was die beiden zusammen hätten. Absolute Mehrheit, geschweige denn davon, wirklich alle Mehrheiten hätten sie. Doch Herr Kretschmer, der macht nichts davon. Dem ist der Wählerwille, wie scheint, egal. Denn er macht lieber mit mehreren Wahlverlierern, unter anderem mit dem, zum Beispiel mit den Linken, geht er lieber ins Gespräch, wie scheint, als mit der AfD.